Hey Leute, Techniker hier. Wir werden uns heute ein paar Gehäuse anschauen. Ihr kennt es vielleicht, ich stecke gerade aktuell in so einem Loch. Ich will einfach mal ein anderes Case haben. Ich will kein Lian Li, ich will kein NZXT und ich will kein Corsair mehr haben. Man kennt dieses Gefühl, man hat es ab und zu mal. Dieses Gefühl begleitet mich jetzt seit geraumer Zeit. Ich war auf der Suche nach interessanten Cases, die alles ein bisschen anders machen, ein bisschen auf den Kopf stellen. Ich bin auf Geometric Future gestoßen und möchte euch heute diesen Hersteller und seine Cases präsentieren. Ich habe von Geometric Future einmal das Model 8 Dharma und das Model 6 Dali bekommen und möchte diese Cases zum einen miteinander vergleichen, worin hier die Unterschiede liegen, aber ich will ein bisschen auch den Fokus darauf setzen, was Geometric Future hier so besonders macht und was Geometric Future gegenüber den anderen Herstellern anders macht und natürlich, worin die Problematiken hier bei diesen Cases liegen. Das Ganze schauen wir uns heute gemeinsam an. Bleibt dran! Geometric Future, Model 8 Dharma, Model 6 Dali sind die zwei Cases, die wir uns heute etwas genauer anschauen. Wieso gerade Geometric Future und was steckt hinter dieser Wahl? Zum einen habe ich die zwei Cases von Geometric Future zur Verfügung gestellt bekommen, aber aus meiner Aktivität heraus. Also ich war auf der Suche auf einen neuen Case für meine Workstation. Ich hatte gar keine Lust, irgendeinen Case zu haben, was jeder zweite auf dem Tisch stehen hat. Ihr kennt vielleicht das Gefühl, dieses Gefühl plagt mich schon seit Wochen und ich wollte hier einfach mal komplett was anderes ausprobieren und komplett was anderes auch mal auf dem Tisch stehen haben. Geometric Future ist der Hersteller meiner Wahl. Mit dem Model 8 und mit dem Model 6 ist das Line-Up relativ schmal gehalten von Geometric Future. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, Geometric Future ist relativ komplett neu auf dem Markt. Ich glaube, seit einem Jahr existieren die überhaupt. Und der europäische und deutsche Markt soll erst jetzt eben angegriffen werden sozusagen. Nicht nur die Ästhetik sollte anders sein, sondern auch das komplette Konzept. So war zumindest mein Gedanke und Geometric Future liefert genau diese Komponenten, die ich mir ausgepickt habe. Das Line-Up von Geometric Future interpretiert das Case schon mal ganz anders in meinen Augen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben hier nicht dieses klassische, ey, das ist ein Gehäuse, wo du deine Hardware reinstellen kannst mit Glasfenster und juhu, du kannst reinschauen und es sieht super geil aus. Nein, Geometric Future sieht das Gehäuse nicht nur als Komponentenschrank sozusagen für eure Sachen, sondern vielmehr soll es wirklich zu einem Mobiliar gehören und ganz anders von der Ästhetik her wirken. Wir haben mehr das Lifestyle-Produkt hier hinter diesem Case. Das finde ich persönlich sehr schön. Geometric Future arbeitet sehr gerne mit unterschiedlichen Materialien. Ich hatte es bereits erwähnt, Model 8 und Model 6 sind die zwei Grundcases von der Größe her, die man sich aussuchen kann. Und normalerweise hat man bei einem Hersteller einfach die Wahl, hey, wir haben ein schwarzes und wir haben ein weißes. Wenn du Glück hast, natürlich, ansonsten haben die nur ein schwarzes, such dir eins aus. Geometric Future geht viel weiter. Geometric Future sagt, hey, wir haben das Model 8 und das Model 6 und wir haben von diesen zwei Versionen mehrere unterschiedlichen ästhetischen Ausbaustufen. Ich nenne es bewusst ästhetische Ausbaustufen, denn es beschränkt sich hier nicht nur auf die Farbwahl vom Case, sondern es geht auch vielmehr um Materialien. Das Model 8 Dharma, was wir heute hier haben,
Ist zum Beispiel mit so einer gebürsteten Aluminiumfront eines der cleansten Cases vom gesamten Lineup in meinen Augen und natürlich auch von der Materialwahl ein sehr hochwertiges Case. Wir haben aber auch eine Cowboy-Version von diesem Case zum Beispiel, was mit so einem braunen Leder gemacht worden ist und natürlich von Ästhetik ganz, 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 ganz anders wirkt und natürlich noch mehr einen Lifestyle-Charakter besitzt. Genauso gibt es im Model 6-Bereich des Bohemian zum Beispiel, das ist ein Case, was von der Struktur her und von der Oberfläche her mit Stoff ummantelt ist. Ihr kennt es vielleicht aktuell, wie bei euren Alexas oder so, haben viele dieses Stoffummantelung. Mittlerweile findet man auch diese ganze Geschichte auch bei Cases, bei Geometric Future zumindest. Das Ganze ist einer der Aspekte, der mich persönlich sehr interessiert und vielleicht womöglich ein sehr durchbrechender Zusatz-Pluspunkt, den dieser Case-Hersteller gegenüber anderen Case-Herstellern, die einfach nur die Sachen nachmachen von anderen Case-Herstellern, einfach abheben lässt und in meinen Augen womöglich hier einen großen Anklang finden wird. Geometric Future steht für Schlichtness, für Cleanness. Diese Cases sind meistens mit einer geschlossenen Front versehen. Viele Leute sehen immer hinter diese geschlossene Front Gedanke immer das Problem, Airflow, wie soll da die Luft vorne reinkommen? Geometric Future hat hier einen komplett anderen Ansatzpunkt vom Case her selber her. In dem Model 8 und in dem Model 6, in beiden Cases, wenn es das Motherboard ist und es die Anschlüsse sind, normalerweise würdet ihr das Motherboard so verbauen, wird es um 90 Grad versetzt, verbaut, sprich so. Und das Motherboard hängt vom oberen Bereich des PC-Gehäuses herunter. Das Ganze hat zur Folge, dass der Airflow komplett auch um 90 Grad gedreht wird. Wir haben also unten bei dem Model 8, ich werde auch nochmal genau auf Model 8 und Model 6 Unterschiede eingehen, aber wir haben die Luft, die von unten vom Model 8 hereingeholt wird und der hintere Bereich vom Case, wo ihr normalerweise Anschlüsse und alles habt und die Grafikkarte, ist hier komplett frei und bietet euch die Möglichkeit mit 3x120 mm im Beispiel vom Model 8 oder 3x140 mm sogar hier die Luft rauszupusten und wirklich somit einen relativ direkten Airflow zu erzeugen, der auch sehr effektiv sein kann. Durch diese Drehung des Motherboards ist natürlich die Positionierung des Netzteils etwas komplizierter. Da werde ich auch nochmal drauf eingehen. Hat Geometric Future je nach Model 8 und Model 6 unterschiedliche Lösungen. Genauso hat es einen weiteren ästhetischen Pluspunkt in meinen Augen. Die Grafikkarte hängt vorne der Decke herab. Das Ganze ist sowohl von der Ästhetik her sehr interessant, als auch von dem Kühlkonzept her. Die Grafikkarte, wenn sie so runterhängt, ist zum einen wesentlich schöner anschaubar in einem Case in meinen Augen. Luftzirkulationstechnisch auch sehr interessant, denn diese komplette Luft, die von unten kommt, kann komplett ungehindert oben an die Grafikkarte und ans Motherboard gelangen und wieder rausgesaugt werden. Einen Minuspunkt kassiert diese Positionierung der Grafikkarte, den will ich hier kurz mal erwähnen, ist für viele vielleicht sehr wichtig. Ein paar Grafikkarten haben Probleme in so einer Upright-Position. Genauso wie im Lian-Leo 11 Evo. Mit dem Upright Mounting Kit kann man die Grafikkarte hochkant neben das Motherboard bauen. Das Ganze mag nicht jede Grafikkarte. Unter anderem die Asus ROG Strix Grafikkarten haben hiermit ein kleines Problem, denn die Heatpipes und die Vapor Chambers, die in den Grafikkarten verbaut sind, haben die Funktion, dass sie eben in der vertikalen oder in der horizontalen Bauweise gut damit zurechtkommen, aber sobald diese upright gemountet werden, funktioniert einfach dieses Vapor Chamber Prinzip mit der Flüssigkeit in der Grafikkarte nicht mehr so gut. Wer noch weitere Informationen dazu will, hier unten in den Kommentaren mit mir schreiben. Ich hoffe, ich werde bald mal ein Video zu dieser Thematik machen können. Das ist ein relativ interessanter Aspekt, also hier Vorsicht. Was ist denn der weitere Vorteil von dieser Einbauweise? Also diese Einbauweise hat einfach den Vorteil, dass die Kabel hinten sauber aus dem Case herauskommen. Also wir haben oben, wo das Motherboard aufhört, nochmal ungefähr so viel Platz, bevor eine ein Mesh-Deckel sozusagen hinkommt und die Kabel eben alle sauber zusammengeführt. Also diese normalerweise hässliche Kabelansammlung, die hinten aus dem Gehäuse rauskommt, ist hier einfach sauber hinten am oberen rechten Eck durch so eine kleine Aussparung eben rausgeführt worden und sieht so schon mal wesentlich cleaner aus, finde ich, als bei jedem anderen Case, wo man hinten das HDMI-Kabel und das und das und das und USB und hier und da noch raushängen hat. Natürlich muss man hier ein bisschen mit der Länge von den Kabeln her weiterdenken, weil man halt wirklich hoch ans Case muss und wirklich hinten rein.
Die Positionierung des Netzteils ist extrem interessant. Die Positionierung des Netzteils kann eben durch diese Airflow-Geschichte, dass es von unten die Luft komplett frei reingezogen werden soll und hinten komplett sauber rausgeholt werden kann, nicht mehr hinten unten oder hinten oben positioniert werden. Geometric Future geht den Weg des Fronteinbaus des Netzteils. Das Netzteil ist vorne in der Front verbaut und zwar auch hochkant, sodass die Anschlüsse natürlich nach oben weggehen, damit wir diese ganzen Kabel zusammen mit den anderen hinten herausführen können, wie bereits erwähnt. Und hat hier eben durch diese Einbauweise den Effekt, dass das Netzteil durch die geschlossene Front leider die Luft aus dem Inneren des Cases herausziehen muss. Sehe ich persönlich aber nicht als problematisch, denn wenn der gesamte Airflow im Case stimmt, sollte hier das Netzteil eh keine großartigen warmen Temperaturen abbekommen. Und je nach Netzteildimensionierung finde ich das eh nicht problematisch, denn meistens laufen viele Netzteile, wenn man die ordentlich dimensioniert, im Zero-RPM-Modus, wo die eigentlich gar nicht kühlen müssten und somit eigentlich hier diese Luft gar nicht erst zirkulieren lassen müssen im Netzteil. Das Model 8 und das Model 6 unterscheiden sich natürlich. Da will ich auch ganz kurz mal auf die technischen Daten von dem Model 6 eingehen. Wir fangen mal bewusst mit einem kleineren Case an. Das Model 6 ist komplett aus Stahl vom Grundbau her und das Ganze ist auch beim Model 8. Beim Model 6 sind es 0,8 mm Stahl, die hier verwendet werden. Das Tempered Glass ist bei Geometric Future immer mit 4,0 mm ein relativ dickes, ordentliches, sauberes, gut verarbeitetes Tempered Glass, was wir vorfinden. Wir haben hier die Möglichkeit, also selbst im Model 6 DALI ein EATX Motherboard zu verbauen, ATX, MicroATX, Mini-ITX und ITX sowieso. Das Ganze ist möglich. Von den I/O-Ports her ist es mit zweimal USB 3.0 und einmal ein Audioanschluss vorgesehen. Wir haben hier von den Lüftern oder von den Radiatoren her die Möglichkeit, am oberen Teil einmal ein 120 mm als Exhaust hinzubauen. Wir haben beim Model 6 einen etwas geänderten Airflow. Dieser kommt von der Front nämlich. Deswegen haben wir hier die Möglichkeit an der Front 2x140. Hier natürlich auch die entsprechenden Radiatoren, also 280 mm. Und am Bottom sozusagen, also im unteren Bereich des Cases, haben wir die Möglichkeit 3x120. Und hier natürlich auch die Möglichkeit eines Einbaus eines Radiators, aber hier vorsichtig nicht von einer AIO, denn wie ihr wisst, nicht die AIO nach unten, also mit dem Radiator nach unten verbauen. Das Ganze ist eigentlich mehr für Custom Loops konzipiert, dass man hier die Luft einziehen kann durch den Radiator. Ansonsten, wie gesagt, normale Airflow. Der größere Bruder, das Model 8, ist dahingehend auch von der Materialwahl und von der Dicke des Stahls her schon mal ein bisschen eine andere Hausnummer. Nicht nur 0,8 mm, sondern 1,0 mm werden hier benutzt. Das Ganze fühlt sich sehr hochwertig an. In meinen Augen sogar das Model 6 mit den 0,8 mm, ob man hier wirklich einen Unterschied merkt. Sei jetzt mal dahingestellt, sehr hochwertig gemacht. Das Tempered Glass hier auch 4 mm. Von der Dicke her, die Motherboard-Compatibility hier bei Model 8 ist nicht nur EATX, ATX, MicroATX und Mini-ITX, sondern hier gehen auch diese großen EATX, SSI, EB Motherboards rein, falls jemand das Ganze vorhat. Das I/O-Port-Schild ist auch etwas anders gestaltet, in meinen Augen wesentlich interessanter bei Model 8, deswegen spitze ich aktuell auch tatsächlich aufs Model 8 für den kommenden Build. USB 3.0 zweimal, USB 2.0 zweimal, einmal das HD Audio und jetzt der Winning Point ist der Type-C USB, also den USB 3.1 Generation 2, den wir hier auch noch anschließen können. Auch die Positionierung und die Möglichkeit von den Radiatoren her bzw. von den Lüftern her finde ich sehr interessant. Einmal 120 mm am Top, den wir verbauen als Exhaust. Wir haben unten im Bottom-Bereich die Möglichkeit 3x120 und im hinteren Bereich haben wir die Möglichkeit 3x120 bzw. auch 3x140 und das natürlich hat zur Folge, dass wir auch 420 mm Radiatoren im hinteren Bereich hinbauen könnten. Extrem interessant, diese zwei Cases. Ich werde bald in eins dieser beiden bauen. Ich schiele aktuell definitiv aufs Model 8 Dharma in meinen Augen. Einfach der schönere Case, auch mit dieser gebürsteten Aluminiumfront. Das Ganze gibt es bei den Model 6 Versionen leider nicht so in dieser Form. Deswegen schon mal aufgrund der Materialien her meine Wahl zum Model 8. Natürlich dann aufgrund der Möglichkeiten, Sachen einzubauen, die einfach größer ist und das Case einfach etwas luftiger machen, finde ich das Model 8 die richtige Wahl. Wir werden hier bald auf dem Kanal im Model 8 Dharma bauen. Da würde ich euch auch dazu einladen, in der wahrscheinlich darauf folgenden Video diesen Building-Prozess mit mir mitzuverfolgen, um zu sehen, einfach wie man hier in diesem Case, wie angenehm man hier bauen kann. Was mich persönlich natürlich interessieren würde, ist, habt ihr Geometric Future gekannt? Habt ihr diese Cases oder diesen Hersteller allgemein gekannt? Was haltet ihr von der heutigen Vorstellung? Was haltet ihr von diesem Ansatz, einfach aus dem PC mehr ein Lifestyle-Produkt zu machen?
als einfach nur ein Case. Was haltet ihr von dem 90 Grad gedrehten Motherboard-Einbau und der von oben runterhängenden upright gemounteten Grafikkarte? Was haltet ihr vor einfach von dem Airflow von diesen Cases? Das Ganze würde mich wahnsinnig interessieren, falls ihr Informationen zu Geometric Future braucht. Hier unten in die Kommentare mit mir und mit der Community darüber quatschen. Hier unten werde ich natürlich auch die Links zu den jeweiligen Cases platzieren und zu der Homepage von Geometric Future, wo ihr selber nochmal einen Blick darauf werfen könnt. Vielen Dank, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, falls noch nicht geschehen, und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.